Hallo liebe YouTube-Community, heute gibt es von mir einen Erfahrungsbericht zum ProWorks Quickload bzw. zum Risk Racing Lock and Load. Wie ihr seht, habe ich das System bei mir auf den Anhänger montiert. Um zu demonstrieren, wie schnell das Ganze funktioniert, habe ich für euch die Zeit gestoppt. Damit man das Ganze ein bisschen besser sehen kann, habe ich für euch jetzt nochmal eine Detailansicht vorbereitet, wo man genau sieht, wie der Bock an der Fußraste befestigt wird, damit das Motorrad auf dem Hänger hebt. Um zu verhindern, dass euer Motorrad abhaut, werden noch zwei Sicherheitssplinde auf jeder Seite eingeführt und wie man gleich sehen kann, können sich die Klammern dann nicht mehr öffnen. Beim Sichern des Vorderreifens dürft ihr alle selber ein kleines bisschen kreativ werden. Ich habe mir hier so eine Halterung selbst gebaut, damit der Reifen vorne nicht wackeln kann. Trotz der guten Befestigung empfehle ich euch noch zusätzlich am Lenker links und rechts einen Spanngurt zu befestigen. Natürlich geht das Abladen genauso schnell wie das Aufladen oder zumindest fast genauso schnell. Das schauen wir uns jetzt auch noch mal kurz an. Was ich richtig genial finde, ist, dass der Bock auf zwei Schienen befestigt ist und wenn man die zwei Splinde löst, dann kann man den Bock vom Hänger runter machen und als ganz normalen Anhänger benutzen. Ja, mein kleines Fazit, also ich kann sagen, dass der Bock von ProWorks, der Quickload bzw. von Risk Racing, der Lock and Load, das ist ein ähnliches System, sein Geld absolut wert ist. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr zugeschaut habt und lasse euch mit der letzten Szene alleine.